Stunden, wie die Lokomotive alles hier zerstört hat. Am Tag, als sie alles mit sich riss, was ihr im Wege stand. Sieht einem Teppichboden sehr ähnlich, den ich vor ein paar Jahren geschenkt bekommen habe. Ja, er sieht fast genauso aus. Da ist der Schornstein. Links davon liegt das Rohr, durch das der Wassertank aufgefüllt wird. Und links davon, neben dem Führerhaus, befindet sich die Pfeife. Da gehen wir da rein. Ich könnte versuchen, durch das Loch im Dach hineinzukommen. Aber lieber klettere ich bis zum Querbalken und steige durch das Fenster ein. Mach das doch. Mal sehen, in welchem Zustand sich der Rest befindet. Ich weiß nicht, was die beiden kleineren an den Ecken anzeigen. Die beiden in der Mitte, die großen, zeigen... Mal sehen. Ja, der obere ist ein Druckanzeiger. Er zeigt den Druck im Kessel. Der untere zeigt den Wasserpegel. Mit diesem Ventil lässt sich der Kesseldruck erhöhen. Es hat keinen Sinn, wenn der Kessel nicht angeheizt ist. Warum nicht? Ich glaube, dieser Hebel ist das Ablassventil, mit dem Dampf abgelassen wurde. Mit leerem Heizkessel ist die Lok natürlich nicht zu gebrauchen. Da hast du recht. Der Lokomotivführer hat die Lokomotive mit diesem Hebel in Bewegung gesetzt und zum Stillstand gebracht. Das wird überhaupt nichts nützen. Der Kessel ist nicht in Betrieb. Ja, dann kletter wieder raus. Wenn ich richtig springe, kann ich wahrscheinlich das Fenster erreichen. Gut. Treten wir in bester Clint Eastwood-Manier auf. Uah. Wow, was ist das denn? Ein automatisches System zum Öffnen der Tür. Und da sagt noch einer, dass der Westen wild war. Sieh mal an. Das ist ja ein botanischer Garten. Es ist Erde drin. Aber man hat wohl nichts eingepflanzt. In Ordnung. Vielleicht finde ich etwas, das ich dort einpflanzen kann. Einer dieser Zwergbäume, die neuerdings in Mode gekommen sind. Ich glaube, die kommen aus Japan. Er gefällt mir. Aber ich glaube, dass seine Pflege großen Aufwand und viel Mühe erfordert. Wir lassen ihn lieber, wo er ist. Ich kann ihn jetzt nicht so pflegen, wie er es braucht. Gut, denn nicht. Unverzichtbar für jeden Pflanzenliebhaber. Nein, ich mag Blumen auch, aber jetzt habe ich keine Zeit zum Blumengießen. War doch nur ein Vorschlag. Na, komm, da, jetzt pass auch mal. Hey, hallo mein Freund. Hallo, wer bist du? Ich heiße Brian. Brian Busco. Ich bin Kevin, aber alle nennen mich Saturn. Sehr angenehm, BB. BB? Ich habe es erraten, wie? Ich wusste sofort, dass man dich BB nennt. Bei deinem Namen ist es ja fast logisch. Wenn ich ehrlich bin, hat mich bis jetzt niemand so gen... Erzähl mal, BB. Wirst du auch hierher ziehen? Hast du schon mit Sushi darüber geredet? Welche Art Künstler bist du? Nein, nein. Ich habe nicht vor, hier zu bleiben. Ich bin nur auf der Durchreise. Ach, das ist aber ungewöhnlich, weißt du? Ich meine nur, dass es nicht viele Leute gibt, die hier vorbeifahren. Ich versuche, die Reste eines Hopi-Dorfes zu finden. Weißt du etwas darüber? Das uralte Indianerdorf? Ja, ich habe davon gehört. Hast du eine Ahnung, an welchem Ort es genau lag? Ehrlich gesagt, nein. Und das ist wirklich seltsam, weil ich die Gegend sehr gut kenne. Oft mache ich kleine Expeditionen, um Rohmaterial für meine Kreationen zu finden. Aber nie bin ich auf irgendeine Spur von diesem Hopi-Dorf gestoßen. Kennst du jemanden, der sich mit der Geschichte dieses Dorfes gut auskennt? Lass mich überlegen. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Sushi einige Dokumente ihres Ur-Urgroßvaters aufbewahrt hat, in denen etwas über das Hopi-Dorf erwähnt wurde. Ich glaube nicht, dass Rutger eine Ahnung davon hat, obwohl bei ihm weiß man eigentlich nie so genau. Und, naja, vielleicht weiß ja Mama Dorita etwas darüber. Die Geschichte, dass Douglasville Sushi gehört, ist doch wahr. Ja, ja, die ganze Stadt hat ihrem Ur-Urgroßvater gehört. Später wurde sie von Generation zu Generation weitergegeben, bis Sushi sie von ihrem Vater erbte. Ich habe Sushi in einem Chatroom im Internet kennengelernt. Wir waren uns sympathisch und bald darauf wurden wir Freunde. Als sie vorschlug, hierher zu ziehen, um im Einklang mit unserem kreativen Geist zu leben, habe ich es mir nicht zweimal überlegt.
Ich habe Rutger noch nicht kennengelernt. Er ist unterwegs. Er wollte auf Expeditionen gehen und bestimmte Pflanzen und Wurzeln suchen. Wenn du ihn kennenlernst, wirst du schon sehen, der Typ ist genial. Er kam in unseren Schlupfwinkel, um sich ganz seiner Leidenschaft zu widmen, der Botanik. Was weißt du über Mama Dorita? Ich habe sie nur bei einer Gelegenheit gesehen. Nach vielen Bemühungen gab sie mir einen Termin, um feststellen zu können, ob sie mir bei meinem Inspirationsproblem helfen könnte. Es hat nicht funktioniert. Mangelnder Glaube, sagte sie mir. Wenn ich ehrlich sein soll, wüsste ich auch nicht, wie das Verspeisen einer in Kojotenhirn getauchten Spinne mein Problem hätte lösen können. Hm. Das, woran du gerade arbeitest, sieht sehr interessant aus. Diese Skulptur? Ich kann dir versichern, dass sie nicht zu meinen besten Arbeiten gehört. In der letzten Zeit hat die Inspiration nachgelassen, weißt du? Mir kommen einfach keine Ideen mehr. Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Lass mich mal weiterarbeiten. Bis bald. Okay. Betätigen aber mal den Hebel, mal gucken, was passiert. Mal sehen, wie der Hebel funktioniert. Mist. Mann, was hast du gemacht? Du sollst mein Katapult nicht anfassen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, was es ist. Wenn du nicht weißt, worum es sich handelt, sollst du es auch nicht anfassen. Du hast mich um einen niegelnagelneuen Farbeimer gebracht. Verdammt sei die Stunde, in der ich dieses Katapult baute. Bitte sei nicht böse, mein Freund. Ich werde gar nichts mehr anfassen. Das hoffe ich. Naja, gut, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Meine Herren, ist wirklich vollständig. Ich weiß nicht, welche dieser Werkzeuge ich gebrauchen könnte. Nein, ich weiß nicht, was er enthält. Nein, ich weiß nicht, was darin ist. Aber das sieht aus wie ein Benzinkanister. Nein, ich weiß... Gut, dann nicht. Dann nicht. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Ach nee, hier muss irgendwo noch was sein, glaube ich. Sehen wir mal, was wir da drinnen finden. Das ist eine Art Lagerraum, voll mit Werkzeug für die Gartenarbeit. Samen, chemische Produkte, halt der übliche Kram. Na. Mal gucken. Nimm doch mal was, was ich jetzt da raus. Mal sehen. Ja, die Schere könnte uns noch nützlich sein. Die Schere. Wäre das unnötigste Zeug wahrscheinlich. La 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 la. Das muss ein Planwagen gewesen sein, da er eine Art Eisenbögen an den Kanten hat und noch weitere Bögen derselben Art auf beiden Seiten des Wagens. Ich vermute, dass man die Ware mit Riemen festgezurrt hat. So war sie während der Fahrt gesichert. Holen wir uns mal die Riemen. Einverstanden. Ich werde ihn direkt am Eisenbogen abschneiden. So kann ich ihn fast ganz mitnehmen. Er muss zwischen 6 und 8 Meter lang sein. Ich kann ihn bestimmt noch brauchen. Na dann. Also verlassen erstmal die Stadt und wirklich so groß ist die Stadt nun auch wieder nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mal so richtig groß war und dass die Dampflok da alles niedergewalzt hat. Wahnsinn! Der Krater ist ja riesig. Wie schön. Da unten am Kraterrand zeltet jemand. Ich steige mal hinab und sehe nach, wer das ist. Hallo? Ah, mein Freund. Hallo. Cooler Freak. Keine Chance. Ich kann Sie nicht dazu bringen, das Tor zu öffnen. Sie? Wer sind Sie? Na, Sie? Du weißt schon, die Außerirdischen. Klar. Etwas anderes. Wer bist du und was machst du hier? Suchst du auch nach ihnen? Nein, und nochmals nein. Ich heiße Brian und was ich suche, ist ein uraltes Indianerdorf. Brian? Weißt du, was der Name bedeutet? Eigentlich nicht. Also, was bedeutet er? Keine Ahnung.
Aber ich heiße Joshua. Und der Name bedeutet Befreiung. Das gibt einem zu denken, oder? Ja, klar. Das ist sehr interessant. Ich weiß. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ja, wahrscheinlich schicken sie dich her, um mir zu helfen, die Kontaktmaschine in Gang zu setzen. Ehrlich, mein Freund, mich hat niemand geschickt. Dass es dir nicht bewusst ist, bedeutet nicht, dass sie dich nicht geschickt haben. Entweder irre ich mich gewaltig oder vor einigen Tagen hättest du nicht daran gedacht, dass du heute am Fuße dieses Kraters stehen wirst, nicht wahr? Gut, das ist wahr. Aber es hat nichts damit... Aha, es ist also wahr. Siehst du, das ist ihre Art, so machen sie das. Man sollte darüber nachdenken, nicht? Du hast wirklich keine Ahnung, wo sich die Reste des Hopi-Dorfes befinden könnten? Das Indianerdorf? Nein, ich habe absolut keine Ahnung. Aber sobald ich in telepathischer Verbindung mit Trantor bin, kann ich ja fragen. Die Jungs kennen sich auf allen Gebieten aus. Was hat dich zu diesem Krater verschlagen? Das ist kein gewöhnlicher Krater. Die Leute glauben aufs Wort, was ihnen diese unmöglichen Wissenschaftler erzählen. Dass der Krater aus einer Explosion stammt, die auf einen Meteoriteneinschlag von vor Abermillionen Jahren zurückzuführen ist. Ha! Dummes Zeug. Ich kenne die Wahrheit. Der Krater stammt aus der Landung eines trantorianischen Raumschiffs. Über das, worüber du mit mir nach meiner Ankunft geredet hast. Ja, was denn? Du sagtest, du willst ein Tor öffnen. Was hast du damit gemeint? Das Dimensionstor, das die Erde mit Trantor verbindet. Das hatten sie vor, als sie mit ihrem Raumschiff hier landeten. Sie haben auf hunderten von Planeten im ganzen Universum Dimensionstore als Durchgänge angebracht. Und das Tor der Erde ist genau hier. Hier? Nein, da angebracht worden. Extra Sahne, nicht wahr? Eine Kontaktmaschine? Was ist das? Alles, was ich auf den Anhänger montiert habe, gehört dazu. Ich habe sie selbst gebaut und ihr den Namen Kontaktmaschine gegeben, weil ich mit ihr das Dimensionstor zu öffnen gedenke, um in physischen Kontakt mit den Trantorianern zu treten. Sie ist ein kosmischer Sender. Cool. Warum läuft deine Maschine nicht? Ist sie etwa kaputt? Ja, nachdem ich hier angekommen war und alles montiert hatte. Verdammtes Pech! Ich hatte gerade ein paar Stunden gearbeitet, als mir die Energie ausging und die Maschine aufhörte zu laufen. Ich habe die Abdeckung des Laufrades entfernt und die Batterie, die alles antreibt, untersucht. Aber ich finde den Fehler nicht. Die Batterie scheint in Ordnung zu sein. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Teufel nochmal! Ich weiß nur, wenn sich das Laufrad nicht dreht, fließt kein Strom. Und ohne Strom ist die Maschine nichts weiter als ein Haufen Müll. Wie kann ich dir dabei helfen, die Kontaktmaschine zum Laufen zu bringen? Ich bin mir nicht sicher. Die Sache ist die, wir brauchen Strom für die Maschine. Und der wird von dem rotierenden Laufrad erzeugt. Lass uns das Thema wechseln. Worüber soll ich dich noch aufklären? Gar nichts mehr. Nein, nichts Besonderes. Ist egal. Ja. Ich überlasse dich jetzt deinen Gedanken. Wir reden ein andermal weiter. Wie du möchtest, mein Freund. So, machen wir jetzt noch ein kleines bisschen was und dann mache ich auch erstmal Schlussworte. Warum sollte ich den Riemen zusammenheften? So, jetzt kann man nicht hier zum Beispiel... Das halte ich für keine gute Idee. Ja. Wir können mit dem Riemen das Hinterrad des Motorrads und das Laufrad der Kontaktmaschine verbinden. Es wird uns nutzen, dass das Motorrad etwas in der Luft hängt. Dann starten wir es und das Rad wird seinerseits das Laufrad zum Drehen bringen. Somit erhält die Kontaktmaschine Strom. Es fehlt nur ein kleines Detail. Ich muss beide Enden des Riemens miteinander verbinden, damit die Erfindung funktioniert. Tja, das ist ja eigentlich eine logische Konsequenz. Prima. Mit der Heftmaschine kann ich die Enden des Riemens verbinden. Es sind zwar nur drei Klammern darin, aber es müsste halten. Einverstanden. Mal sehen, ob ich ihn anbringen kann. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für Joshua. Ein Mann, der so eine Maschine gebaut hat, muss sehr geschickt sein. Beschlossene Sache. Ich gebe Joshua den Riemen und erläutere ihm meine Idee. Dann muss er sich die Hände selbst schmutzig machen. Joshua? Ja? Ich habe eine Idee, wie wir deine Kontaktmaschine zum Laufen bringen. Im Ernst? Das ist genial! Erklär mir deine Idee, Junge. Also, ich habe daran gedacht, einen Riemen zwischen dem Hinterrad des Motorrads und dem Laufrad deiner Maschine anzubringen.
Dann starten wir das Motorrad und legen einen Gang ein. Sobald sich das Rad dreht, wird es den Riemen in Bewegung setzen und... Ja, ich habe verstanden. Eine gute Idee, mein Junge. Am Ende bist du doch nicht so dumm, wie du aussiehst. Aber sag mir eines, hast du einen Riemen? Wie? Ach so, klar habe ich einen. Du wirst ihn doch anbringen, nicht wahr? Ja, das ist meine Sache. Du musst den Riemen nur neben dem Motorrad liegen lassen. In 5 Minuten bin ich dabei. Ich habe nur gerade eine telepathische Nachricht aus Trantor bekommen und möchte sie entziffern, bevor ich sie wieder vergesse. Gut, wie du willst. Aber beeil dich bitte. Hoffentlich nimmt sich Joshua nicht zu viel Zeit. Ich möchte gern sehen, ob meine Idee funktioniert. Ja, das kann ich mir vorstellen, Brian. So. Immer hier gibt's erstmal nichts zu tun. Besuchen wir mal das letzte Örtchen hier. Das Haus ist mexikanischen Stils. Vor der Tür steht ein Riese. Ich weiß nicht. Er scheint aufzupassen. Andererseits scheint er ein sympathischer Bursche zu sein. Ich gehe mal hin und sehe, ob ich Hilfe bekommen kann. Hey, Junge! Was machst du hier in der Gegend? Was willst du von Mama Dorita? Mama Dorita? Nichts. Ich suche die Ruinen eines Indianerdorfes. Ich weiß, dass es sich in dieser Gegend befindet. Übrigens, ich heiße Brian. Ein Indianerdorf? Ja, ein Hopi-Dorf, um genau zu sein. Hier in der Gegend sind die Ruinen von Douglasville. Und einer der Bewohner sieht aus wie ein Hippie. Nein, da war ich schon. Douglasville ist nicht das Dorf, das ich suche. Aber trotzdem, danke. Ich habe noch nie von einem anderen verlassenen Dorf in der Region gehört, mein Freund. Glaubst du, dass Mama Dorita mir helfen könnte? Es tut mir leid, aber das bezweifle ich. Mama Dorita löst Probleme anderer Art. Probleme anderer Art? Ja, sie steht in Verbindung mit der anderen Seite. Mit der anderen Seite? Du meinst, dass sie mit den Toten redet, oder wie? Genau das. Sie beherrscht die Voodoo-Kunst, den Spiritismus und die Geister. Außerdem ist sie eine Heilerin. Ich würde sie trotzdem gern besuchen. Vielleicht kann sie mir bei der Sache mit dem Dorf doch helfen. Das geht nicht. Mama Dorita ist nicht zu sprechen. Such dir einen guten Archäologen, mein Freund. Gut. Ich weiß nicht, wozu es dient. Vielleicht hat Mama Dorita eine Katze und das ist ihr Näpfchen. Kann dir doch egal sein, Brian. Du hast doch sowieso schon alles mitgenommen, was es hier gibt. Das könnte nützlich sein. Es ist aus Ton. Und ich würde alles darauf wetten, dass es handgemacht ist. Ja, und du komischer Typ da kratzt immer da am... Naja, in deinem etwas tieferen Bereich. Der Brunnen scheint lange nicht benutzt worden zu sein. Betrachte mal den Stein. Er ist wirklich außergewöhnlich. Er hat ein Loch in der Mitte, wie bei einem Kranzkuchen. Ist gut. Dann nimm ihn doch mit. Er gefällt mir. Jeder würde sagen, dass er ein Kunstwerk ist und nicht ein einfacher Stein, den man irgendwo auf dem Boden gefunden hat. Gut. Ich denke mal, wir machen ja jetzt erstmal hier wieder Schluss beim Haus von Mama Dorita. Schon mal hier LP3 hin. LP3, so. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Runaway Road Adventure mit, ich würde mal sagen, nächstes Mal die vorletzte Aufnahme schon und danach schon die letzte. Also, es dauert eigentlich nicht mehr so lange, bis wir es geschafft haben. Mal schauen, vielleicht mache ich die letzte Aufnahme auch schon das nächste Mal, gleich in einer durch. Mal schauen, wie ich die Zeit finde und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und bis dahin, ciao, ciao.